Hallo ihr Süßen, willkommen zurück auf meinem Kanal und allen neuen Abonnenten willkommen auf meinem Kanal natürlich. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und falls ihr noch nicht Abonnent sein solltet und ihr jetzt zufällig auf meinen Kanal gestoßen seid, dann könnt ihr natürlich gerne unten den Abonnier-Button drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich möchte euch heute ein kurzes Review-Video machen und zwar zu dem Lush-Produkt Brazenet Honey. Deshalb bin ich jetzt auch ungeschminkt im Bademantel, damit ich mich wohlfühle dabei. Und dachte mir, ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Produkt auftrage, wie ich es finde und habe hier auch einen Pinsel, einen ganz normalen Make-up-Pinsel ist das, glaube ich, normalerweise. Ich benutze ihn aber immer zum Gesichtsmasken auftragen. So sieht das Produkt aus, ein bisschen wie Avocado-Creme oder ein Salatdressing. Ich hatte das schon mal in einem Lush-Video gezeigt, in meinem Haul. Und zwar soll man hier das Ganze im Kühlschrank auch bewahren, weil es dann auch kühler ist, eine großzügige Schicht aufs Gesicht auftragen und die Augenpartie damit aussparen. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abspülen. Gut, dann lasst uns das mal probieren. Falls ihr euch wundert, ja, ich bin etwas erkältet. Irgendwie ist meine Nase irgendwie, ja, nicht so toll. Deswegen mache ich jetzt einfach mal einen Beauty-Tag, damit ich dann wieder etwas frischer durch den Tag starte. So, Brille ab. Als erstes würde ich schon mal sagen wollen, dass der Duft wirklich sehr, sehr angenehm ist. Sehr frisch und das Produkt auch noch kühl ist. Dabei habe ich das heute erst gekauft. Deswegen dachte ich, ich mache ein First Impression Video sofort. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal. Es ist eine relativ feste Konsistenz. Ich zeige euch das mal eben nochmal schnell. Hier, so sieht das Ganze aus. Also vielleicht doch ein bisschen besser gewesen, hätte ich das mit einem Finger aufgetragen wahrscheinlich. Oh, es ist frisch. Angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm zum Auftragen, gerade auch mit dem Pinsel, muss ich sagen. Ich kann mir auch vorstellen, im Sommer ist das bestimmt ein mega gutes Produkt, weil es eben so eine erfrischende Wirkung hat. Ich sehe wahrscheinlich jetzt total lustig aus. Bin ich nicht hübsch? Also ich fühle mich total komisch damit, jetzt gerade so vor der Kamera zu sitzen, aber was macht man nicht alles? Ich sehe gerade so aus wie so eine grüne Hexe mit irgendwelchen 1000 Warzen im Gesicht oder so. Aber es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Es prickelt ein bisschen, aber nicht unangenehm. Also man merkt, das tut sich irgendwas auf der Haut, finde ich. Es kühlt nach wie vor die Haut. Ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt trocknet. Das stand jetzt nicht drauf. Also ich würde sagen, ich lasse das jetzt mal so 5 bis 10 Minuten einwirken. Vielleicht auch ein bisschen länger und komme dann wieder zurück, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht nach der gewissen Zeit. Und wie ich es jetzt die Zeit über empfunden habe. Und dann sind wir mal alle gespannt, wie das Ergebnis danach ist. Ob ich dann wirklich ein bisschen frischer aussehe? So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist getrocknet. Es ist immer noch kühl, was ich Wahnsinn finde. Ich spiele total gerne an diesen kleinen Boppeln hier rum. Deswegen würde ich sagen, bevor jetzt hier alles auf dem Boden alles liegt, gehe ich jetzt ins Badezimmer, werde mich abwaschen und dann melde ich mich gleich zurück, wie das Hautgefühl ist, würde ich sagen. So, meine Lieben, jetzt habe ich das Ganze abgewaschen und oh mein Gott. Meine Haut fühlt sich so, so weich an und gepflegt. Das Schöne am Abwaschen war, weil es ja getrocknet war und diese kleinen Körnchen, an denen ich so rumgespielt habe, das sind wie so kleine Peelingkörner. Also man macht doch die ganze abgestorbene, tote Haut weg. Ich finde das voll angenehm. Also ja, ich habe hier immer noch ein paar Pickelmale, das ist ja auch normal. Ich meine, die habe ich noch von einer ganzen Weile. aber sie ist so weich, die Haut, und oh. Könnt ihr die ganze Zeit in mein Gesicht fassen. So war ich wie ein Bibi-Popo, abgesehen von meinen Pickelmalen, aber sonst Wahnsinn. Auch hier die Poren sind super schön gereinigt. Also das muss ich schon sagen, es ist jetzt nicht so, dass alles weg ist, aber es ist schon so sehr glatt und weich. Voll toll. Also ich muss sagen, würde ich mir definitiv wieder kaufen. Also wenn ich jetzt nicht morgen eine große Überraschung kriege und hier 1000 neue Pickel kriege, dann wird die definitiv wieder gekauft. Das ist der Wahnsinn, das Zeug. Aber die ist wirklich super feuchtigkeitsspendend. Ich kann gerade gar nicht aufhören, in mein Gesicht rumzufummeln. Kann ich euch definitiv empfehlen, dieses Produkt mal hier bei Lush auszuprobieren. Ich glaube, da gibt es auch kleine Pröbchen, wo ihr das mal selbst angucken könnt, auf die Haut mal auftragen könnt, damit ihr das mal so ein bisschen fühlt und diesen Peeling-Effekt auch merkt. Aber ich finde es wirklich ein richtig, richtig tolles Produkt und freue mich drauf, es nächstes Mal wieder anzuwenden. Ich werde es jetzt in den Kühlschrank wieder zurückpacken und mich darauf freuen, das nächste Mal ein noch kühlenderes Erlebnis zu haben. Denn ich habe es ja heute gekauft und nicht im Kühlschrank gehabt, sondern es war einfach nur von draußen noch kühl. Und dementsprechend Top-Produkt. Dieses Produkt kriegt von mir sozusagen 9 Punkte von 10.
einfach nur diesen einen Punkt Abzug, weil das eben kein langanhaltendes Produkt ist, also im Sinne von, man muss es schon aufbrauchen, muss es auch kühl lagern. Das ist der einzige Nachteil, würde ich behaupten, aber damit, das kann ich persönlich sehr gut verkraften, aber ich versuche immer so zu denken, wie andere Leute es finden würden, das Produkt jetzt im Kühlschrank zu haben und aufs Verfallsdatum zu achten, weil es ja eben doch sehr naturbelassen ist und somit auch das Produkt relativ schnell kaputt gehen könnte. Aber wiederum finde ich es wieder positiv, deswegen nur ein Punkt Abzug, weil man benutzt es dann auch tatsächlich. Weil die meisten Produkte, die man kauft, die stehen noch jahrelang im Badezimmer rum. Man weiß gar nicht mehr, wann hat man sie gekauft und wann ich sie aufbrauchen soll. Und hier ist es aber so, du hast das Verfallsdatum hinten draufstehen, musst es also bis zu dem Zeitpunkt aufgebraucht haben. Und das finde ich super, dass das draufsteht. Und somit benutze ich das halt auch tatsächlich. Also das war jetzt meine First Impression von Lush Brazen It Honey. Ich werde den Namen wahrscheinlich nie richtig drauf haben. Und kann, wie gesagt, 9 von 10 Punkten geben für dieses Produkt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr weitere Lush-Produkte oder Gesichtsmasken habt, die ich unbedingt ausprobieren soll, dann bitte damit in die Kommentare. Dann werde ich das natürlich auch mal testen. Und freue mich, aufs nächste Mal mit euch zusammen ein Produkt austesten zu können. Vielleicht sogar eins, was ihr mir empfohlen habt. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, wie natürlich immer. Falls euch das Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video ganz schnell wieder. Bis dahin, tschüss!